Holy moly, wenn wir so auf die Indizes in Japan gucken oder auf den Indiz in Japan oder auch in Asien, hoho, da lassen es die Bullen ganz schön fliegen. Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Und herzlich willkommen zum Blick in die Märkte. Wir schauen aber heute nicht primär auf den Nikkei. Da fliegt die Kuh echt momentan mega sich vom Eis. Nein, heute haben wir zunächst erstmal den Blick auf den NASDAQ und bei den Währungen. Das, Fund Cape, äh, das Fund dollar und äh, US-Dollar, Schweizer Franken, so rum. Jetzt haben wir das Ganze. Das, die Peaks of the Day. Fragen natürlich auch immer wieder gerne. Ich sehe auch schon hier Zoom flott dabei, mir zu zeigen, alles läuft hier in Facebook. Auch klasse, mega. Es läuft sehr schön. Ich freue mich drüber. Ich schon gesagt, einfach die Chance nutzen, hier Fragen zu stellen. Ich beantworte gerne den ein oder anderen ja, Chart mit Fragen, beziehungsweise wir beleuchten das Ganze wie immer anhand der Fakten im Chart. Und wir sehen im NASDAQ das Ziel, charttechnisch zunächst erstmal bei, äh, bei 14.500 Punkten. Komme ich gleich drauf, wie es geht. Zuvor, wie immer, bitte, was hier zum Thema Risikohinweis steht, in Gänze. Zur Kenntnis nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit geht es in die Nachrichten rein. Und der DAX, der zögert so ein bisschen. Der zögert mit dem Allzeithoch. ZEW-Konjunkturerwartung bzw. Einschätzung der aktuellen Lage. Alles nicht so nett momentan. Sieht alles sehr angespannt aus. Woran liegt es, was hier gefragt wird? Ja, es liegt ganz klar an Covid-19 und wenn man der Gemengelage richtig zuhört an der ja, Geschwindigkeit der Auszahlung der Stützen, ja, es wurde viel gemacht in Deutschland, aber die Auszahlung stockt und das ist natürlich etwas, das lähmt massiv die Wirtschaft und die Wirtschaft sind ja nicht nur die großen DAX-Unternehmen, also die, die in den Indizes gelistet sind, sondern die Wirtschaft ist halt auch alles andere drumherum. Geschäfte, Restaurants, Hotels und so weiter. Und sofort. Und die kämpfen. Und das merkt man. Und das fließt in diese Zahlen ein. Und das hat dann final am Ende irgendwo und irgendwann auch Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger, die kein Geld mehr haben zum Ausgeben. Und dann sieht es dunkel aus. Dann kommt irgendwann der Letzte, der das Licht ausmacht und die Tür zuschließt. Und dann ist Feierabend. Das sollte möglichst vermieden werden. Das ist ja auch das Ziel der ganzen Aktionen. Aber man merkt es, es stockt halt. Wenn es dann irgendwann kommt. Könnte es schnell wieder anders ausschauen. Der DAX, wie schon gesagt, er war ja auch beflügelt. Aber vor diesen Zahlen ein bisschen ein bisschen zurückhaltend. Das Ganze hier, wie schon gesagt, um 11 Uhr kriegen wir entsprechend die Zahlen aus Deutschland. Und um 11 Uhr gibt es auch das BIP für die EU. Auch die Konjunkturerwartung und am Nachmittag aus den USA um 14.30 Uhr. Also eine stunde vor dem offiziellen handelsstart nach dem verlängerten wochenende gestern war ja washingtons birthday kriegen wir noch den new york, Store. new york empire state herstellungsindex über die ticker aber wie schon gesagt der hat auch nur zwei sterne der ist jetzt nicht so exorbitant aber man schaut halt hin das zu den heutigen nachrichten und dann würde ich sagen ja gehen wir rein in die charts und hier an dieser stelle natürlich der Blick in den NASDAQ. Und hier müssen wir wirklich sagen, was hier letzte Woche Freitag passiert ist. Äh, ich persönlich habe nicht damit gerechnet. Wir machen das Bild mal gleich noch groß. Ich persönlich habe bei weitem nicht damit gerechnet, dass wir hier kurz vor dem verlängerten Wochenende noch einen dynamischen Ausbruch aus der hohen Konsolidierung sehen werden. <laughs> das ist ungewöhnlich. Aber es ist passiert. Nur. Die Frage ist, was passiert heute? Ja, weil wir haben natürlich gestern die Anschlusskäufe gesehen, die allerdings ohne die US-Händler vonstatten gegangen sind. Hier stellt sich jetzt die Frage, was macht der amerikanische Markt heute daraus? Gehen wir nochmal kurz zurück auf die gesamte Chart-Situation. Denn die Konsolidierung dort, wo sie stattgefunden hat, war schon unabhängig vom Ausbruch eine sehr sehr positive Entscheidung des Marktes denn wir sind über das Allzeithoch gelaufen das ist dann das Unterstützungslevel gewesen das Kauflevel und wir haben da rüber konsolidiert das heißt das Bild zeigt uns ganz klar die Händler hatten überhaupt kein Interesse abzuverkaufen nein die waren der Meinung drüber ist gut wir sammeln uns und schieben dann weiter und genau das ist passiert man hat sich über drei Tage gesammelt, am vierten Tag kam der Ausbruch. Das ist das charttechnische Bild. Was bedeutet das denn nun an dieser Stelle? Ich nehme mal kurz die kleinen Marken hier raus, die wir aktuell hier noch nicht brauchen. Das bedeutet an dieser Stelle, wir haben die Seitwärtskorrektur hier nach oben verlassen und damit den Ausbruch über das Allzeithoch nach oben hin bullisch bestätigt. Und das öffnet Tür und Tor. Für den Weg nach oben. Hier oben habe ich es reingepackt. Nächstes größeres Kursziel: 14.500 Punkte. Wie komme ich bitte schön da drauf? Einfach ausmessen, obendrauf packen. Das ist etwas, das spielt der Index momentan gerne mal. Das sieht man nicht nur hier, das sieht man auch an anderen Leveln. Das wird momentan gut und gerne von den Märkten auch umgesetzt. Und das ist halt etwas, ähm, was nicht von schlechten Eltern ist. Denn wir haben das hier auch vorher schon gehabt. Schaut es mal an. Hier, ich zeige es nochmal ganz kurz hier. Das war hier unten die letzte Korrektur. Grob oben drauf gesetzt, wo sind wir gelandet? Schaut mal hier. Das ganze Spiel, das können wir auch hier drüben machen. Hier unten ein bisschen noch runterziehen, grob gelandet. Wo sind wir rauf? Hier sind wir ausgebrochen, zack. Schaut mal, das funktioniert die letzten Male und deswegen spielt der Markt momentan und deswegen haben wir auch die zumindest die Chance, dass wir hier auch einen schönen Durchlauf bekommen nach oben hin beziehungsweise es kann natürlich immer wieder zu Korrekturen kommen. Das ist klar das wäre auch gesund, aber das Kursziel charttechnisch steht zunächst erstmal im Raum. Hier stellt sich jetzt tatsächlich nur die Frage, laufen wir denn direkt hoch oder gibt es vorher noch einen Rücksetzer? Sollte es einen Rücksetzer geben, dann ist es wichtig, dass wir uns hier mal die Stunde anschauen. Die Stunde ist der direkt untergeordnete Zeitverlauf und wir sehen hier eines sehr sehr klar und auch sehr sehr deutlich, ich nehme mal kurz hier den Seitwärtsrahmen raus, den brauchen wir jetzt an dieser Stelle nicht. Moment, alle Markierungen aufheben und dann diesen Rahmen hier löschen. Was jetzt interessant ist, dass wir schön von unten aus diesen Trend nach oben laufen sehen. Ne? Der läuft sehr, sehr, sehr schön. Und wenn wir jetzt mal unten drunter schauen, dann stellt sich natürlich die Frage, erstens, wie sieht so eine Umkehr aus? Zweitens, wo kann sie denn hinlaufen? Und wenn wir tatsächlich eine Korrektur bekommen sollten, aus jetziger Sicht wäre es so, hier unten. Das ist der letzte Kaufbereich. Das ist was kurzfristiges, ne? wenn wir uns das mal anschauen wollen. Das ist eine Konsolidierung hier über die ganzen letzten Stunden. Definitiv durch die Seitwärtsphase gewesen. Das heißt, dort verharrt der Markt momentan auf einem sehr sehr hohen Niveau und das ist der große große Seitwärtslauf, ne? Und der läuft jetzt halt, hier sind wir jetzt oben drüber gegangen und wenn wir hier unten drunter durchrutschen, also so ganz grob unter die Marke von 13835, dann ja, dann ist es ein bisschen korrektive Phase, die hier anfängt und die Anlaufmarker da orientieren wir uns einfach wieder an ganz klassischen charttechnischen Marken. Das erste wäre mal hier, dieses Ausbruchslevel. Nicht das hier oben, das ist viel, viel, viel zu nah. Das hat überhaupt keine Relevanz für diese Sache. Hier kam das größere Ausbruchslevel. Der wurde schon ein bisschen früher initiiert, hier unten an dieser Stelle. Da kam so dieses leichte Sammeln noch. Aber der große Ausbruch, der hat dann hier die Orders mitgenommen. Und das ist das Interessante. Das wäre mal der erste Anlaufpunkt. Grob 13.775. Und wenn hier kein neuer Kaufdruck direkt reinkommt, dann sehen wir uns konfrontiert mit einer Korrektur quasi über die Preisleiste zur Unterseite hin. Und da können wir uns auch wieder schön an den swing orientieren. Das heißt, die kurzen Haltepunkte unten drunter. Und da sehen wir im Chart natürlich hier an dieser Stelle ein Level, die 13.650. Das hat hier Relevanz gehabt. Das wäre mal eine Planung. 13.600 natürlich auf alle Fälle auch die psychologisch wichtige Marke. Und dann haben wir hier unten bei 13.525 zwei Berührungspunkte. Und dann am Swing nur hier unten um die 13.360. Hier ist das auch ein guter Drehbereich gewesen. Also, das sind mal Marker, die haben wir durchaus auf der Uhr. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal kurz auf dem Tageschat anblicken, dann sind wir hier ungefähr so ganz grob über den Daumen ja bitte nicht mit dem Taschenrechner nachrechnen es ist wirklich nur ganz grob über grob den Daumen gesagt in die Hälfte der korrektiven Phase reingelaufen dieser Aufwärtsbewegung. Und das würde mich nicht wundern, wenn wir sowas mal bekommen sollten. Das wäre gesund. Das wäre natürlich ein ordentlicher Rücksetzer. Ne? Das ist schon einiges an Punkten, die wir dann nach unten wegsausen. Aber ausgeschlossen ist das Ganze nicht. Sollten die Amerikaner sich heute Nachmittag sagen. Guys, danke für die Gewinne. Wir nehmen erstmal ein bisschen was vom Tisch. Wir hatten ein schönes Wochenende und haben dabei noch Geld verdient. Kann durchaus passieren. Wie schon gesagt, der NASDAQ ist nach oben hin charttechnisch offen. Korrektur kann es geben. Wir schauen hin. Wir haben geplant und wir wissen, wie es ist. Plan machen, Plan reden und dann läuft das. Das ist der NASDAQ. Und ich würde sagen, hier an dieser Stelle machen wir einfach mal weiter an dieser Stelle mit dem Blick in die Währungen. Und zwar geht's los hier. wir bleiben mal noch in den usa und da schauen wir zunächst mal wieder auf us dollar schweizer franken. interessant. Äh, was hier passiert, schöner abprall momentan vom Zwischenloh hier, schöne unten die kerze hier sehr, sehr schön ausgearbeitet hier, kurz drunter gelupft, trendfortsetzung gemacht und sofort geht es wieder hoch. aber Guys, wir haben noch ein bisschen potenzial zur unterseite hin. das sehen wir auch sehr, sehr schön. wenn wir hier mal in den Tageschart. Reingehen. Es ist hier aktuell eine Umschwungphase im Gange. Wir kommen aus dem Aufwärtstrend hier momentan nicht so richtig nach oben in die Pushen. Und das ist das Thema, was wir hier an dieser Stelle immer wieder sehen. So eine Umschwungphase kann durchaus dafür sorgen, dass wir einen kräftigen Setzer nach unten bekommen. Wir konsolidieren hier mehr oder weniger auf einem. Tiefen Niveau, das ist nicht bullisch, das ist alles andere als bullisch, das ist eher bärisch und das heißt halt, sollten wir hier. Unten drunter nachhaltig die 0,8890 rausnehmen. Was haben wir dann? Ganz klar, dann haben wir hier auf der Tagesbasis wieder einen Abwärtstrend und genau dieser Abwärtstrend ist dann das, was wir brauchen, als Bestätigung die Unterseite zu beleuchten. Hier, zack, schaut mal. Technisch haben wir den Abwärtstrend schon. Ähm, da wird es jetzt wirklich interessant. Im Kleinen gucken wir uns gleich noch mal im vier Stunden Bereich an. Ist es natürlich noch Luft bis unten rein, denn der vorher in Gang gesetzte Aufwärtstrend auf Tagesbasis hier, der ist natürlich intakt, der wird halt jetzt einfach nur durch einen Abwärtstrend korrigiert. Die Frage stellt sich hier und deswegen ist das so eine wichtige Wendeformation. Schiebt es uns tatsächlich runter? Nehmen wir hier unten die 088 knapp 50 raus? Wenn ja, dann hier der Weg Richtung Januar tief bei 087 knapp 60. Ansonsten müssen wir die kurzfristige Oberseite anschauen. Und deswegen schauen wir uns das ganze Bild jetzt mal wieder im kleineren an. Hier der Blick in die vier Stunden und das Ganze hier an dieser Stelle sehen wir. Abwärtstrend ist definitiv da. Jetzt geht es in die Korrektur. Und die Korrektur, wie schon gesagt, wenn sie wieder rumdreht, hier haben wir ein paar schöne Anlaufpunkte mit den Marken um die 0,88, naja, 70 bis 75 hier. Hier unten das kleine Zwischentief bei 0,88, knapp 60. Und dann hier unten, jetzt muss ich diese Linie hier mal ein bisschen grün machen, nicht mehr in rot lassen. Das ist genau der Punkt hier unten, das Zwischentief. Der Schwungbereich 08850, das Low haben wir sogar gehabt, noch ein ganzes Stückchen tiefer um die Marke von etwas 08840. Sehr interessant, sehr spannend, was wir hier sehen. Potenzial definitiv auf beide Seiten raus. Und hier, weil es halt auch eines der größeren Währungspaare ist, bitte. Gerne auch hinschauen. Abprall-Szenarien sind immer wieder gern gesehen und deswegen sollten wir hier tatsächlich Stärke reinbekommen. Ist die Gegenbewegung nach oben hin natürlich erst auch mal offen hier. 0,89,40 sind mal locker im Sack nach oben hin. Und deswegen kurz noch der Blick in den 15-Minuten-Chart, denn da haben wir bereits einen intakten Aufwärtstrend. Und der hat hier auch das letzte wichtige Verkaufslevel auf der kleineren Basis rausgenommen. Das ist dieses hier um die 0,89 rum. Ähm, das ist interessant. Da sind wir drüber und zwar mit ordentlich Dynamik. Und wenn wir jetzt es auch noch schaffen, hier diesen Markt dazu zu bekommen, dieses Zwischenhoch hier oben rauszunehmen, dann ist der Abwärtstrend erst einmal erledigt, dann ist der Abwärtsbewegungsarm gebrochen und das bringt uns dann dazu, dass wir durchaus deutlich höher laufen können. Das heißt an dieser Stelle, wenn wir uns das mal anschauen wollen, hier über dieses Level grob um die 0,89 oben drüber, das ist ja das, was ich gerade auch im Tageschart gesagt hatte und das bringt uns dann dazu, die höheren Zeiträume anzulaufen hier. Was heißt höherer Zeitraum hier? Die Zwischenhochs und da haben wir sie liegen um die 0 89,10, hier oben haben wir die nächsten dann liegen um die 0,89,15 und dann da oben hier, dieser Bereich da kann ich ein bisschen schieben hier, das ist das Level zwischen 0,89 ein paar 20 und hier oben 0,89,25 also diese Punkte sind durchaus offen und wenn wir uns das Ganze mal auf der 4 Stunden Basis anschauen ist das einfach nur die Korrektur des Arms, das übergeordnete Abwärtsdruckbild wird dadurch nicht rausgenommen, aber wenn sie es fortschreibt Warum das Ganze hier nicht machen? Also, das läuft wunderbar und ich sehe gerade hier auf Facebook, da kriege ich immer mal äh, die Info, dass wir hier an dieser Stelle äh, immer mal ruckelnde Bilder haben. Ich hoffe, Zoom und Facebook bei passt. Ich sehe den Stream auch noch mal durchlaufen, ähm, einfach mal eine Info geben. Aber wenn es irgendwo am Internet liegt, gut, dann kann ich hier auch relativ wenig machen. Das ist dann so leider wie es ist. Aber ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. So, das war US-Dollar, Schweizer Franken, dann britisches Pfund, kanadischer Dollar und dann kommen wir zu den Wunschmärkten. Also Leute, wer was auf der Uhr hat, bitte reinposten. Euro, US-Dollar wird schon gefragt. Dann wird noch der DAX gefragt. Das gucken wir uns alles an. Und Silber, das hier heute auch noch auf der Uhr. Machen wir gleich. Zunächst der Blick in britisches Pfund, kanadischer Dollar. Hier an dieser Stelle. Moment, jetzt muss ich mal suchen. Haben wir schon drin. Sieht gerade nicht so aus. Also schnell reingemacht. Britisches Pfund, kanadischer Dollar. Und dann schauen wir uns diesen Chart einfach mal an. Neues Chartfenster, los geht das hier. Das Kabel wird auch gewünscht. Holger, du bist der Kabelmann. <laughs> Gucken wir uns auf alle Fälle an. Das war eine Party gestern. Halleluja, da ging ordentlich die Post zur Oberseite ab. Das macht Freude, wenn man das auch im Portfolio hat. Ich liebe diesen Job, kann ich echt nur sagen. Hingucken, richtig trainieren, er äh, richtig treten, trainieren kann man woanders. Ähm, Ein Plan machen auf alle Fälle. Und den Plan entsprechend auch traden. Also das ist immer wieder hochinteressant. Zunächst hier allerdings der Blick mal kurz auf den Tageschart vom pfund kann dollar Warum nehme ich ihn rein? Ich denke, das ist offensichtlich. Hier, hier oben, hier ist ein echt geniales Level drinnen. Britisches Pfund, kanadischer Dollar. Da oben ist ein ziemlich dicker Widerstand. Dieses Level hier oben, diese Marke um die... Ich sag mal 1,76 knapp 50 oben rum. Wir sehen es, das ist ein starker Verkaufsbereich. Der ist immer mal angelaufen worden und es gab immer wieder deutliche Rücksätze. Diesmal sieht der Chart aber ein bisschen anders aus. Ne? Hier drüben sah der Chart ganz anders aus wie hier. Hier gab es nur eine dynamische Aufwärtsschub und dann den Rutsch nach unten. Hier laufen wir jetzt in einem kleinen Trend nach oben. Also hier sieht das Bild. Vorsichtiger aus als bei diesen hohen Dynamikstößen hier drüben in der äh, weiteren Vergangenheit. Heißt also, hier haben wir durchaus Chancen, oben drüber zu laufen. Also, das heißt an dieser Stelle, Thema Long-Szenario. Schafft es der Markt hier über die 176 knapp 50 drüber rauszunehmen? dann bitte hier oben die kurzen Spike hochs das sind interessante Level also das was über diesem Widerstandsbereich liegt hier grob über den Daumen die marken um die 177 und 17795 das wären mal die nächsten Anlaufpunkte man kann das auch noch weiter ausdehnen wenn wir echt richtig dampf drunter kriegen kann sogar über die marke von 180 gehen das wäre mal das sehr sehr positive Long Szenario an dieser Stelle eines dürfen wir aber auch nicht vergessen, wenn wir uns das Ganze mal anschauen hier. Der Markt ist hier oben schon immer wieder zögerlich geworden. Ne? Wir sind hier reingelaufen, runter, aber noch in dieser Aufwärtsdynamik drinnen. Hier die letzten Versuche immer mal leicht wieder abverkauft. Sollte es hier tatsächlich zu einem Abprall wieder von oben kommen, dann sollte man sich mal kurz auf die Lauer legen. Das muss jetzt nicht schlimm sein. Das kann eine Kontraktion hier oben geben. Aber wer das Ganze im Kurzfristigen traden möchte, das heißt den Abprall von da oben, der guckt sich das Ganze einfach mal in der Stunde an. Da sehen wir nämlich den schönen Verlauf hier. Hier schön. Das ist der Aufwärtstrend, der hier nach oben läuft. Und wenn der tatsächlich nach unten hin abdreht, das würde jetzt so ausschauen hier an dieser Stelle, dass wir nicht wieder hier oben drüber kommen, sondern unten drunter durchrutschen. Also in diesem Sinne einen kleinen Abwärtstrend machen. Das wäre dann genau die Phase, die wir hier brauchen zur Unterseitenbesprechung. Hier das und dann den Abwärtstrend. Und der hätte dann zunächst erst einmal. Das Potenzial, die Zwischentiefs hier anzulaufen. Also diese Marker, die wir hier drinnen liegen haben, ähm, das im kurzfristigen Bereich, das kann man schon planen. Man hat ein gutes Absicherungslevel hier oben. Also sollte der Markt tatsächlich von hier oben abprallen und hier die Unterseite bespielen, das heißt diesen Unterstützungsbereich hier unten rausnehmen, dieses hier, dann ist es eher so, dass wir erstmal kurzfristig zumindest wieder einen Abprall haben. Und ähm, wer nicht ganz versteht, was ich mit dem Thema... Der Kontraktion meine, ähm, man hat immer wieder so die Situationen, dass man hier oben an so ein Widerstandslevel ranläuft, nochmal kurz runterläuft und dann ähm, in flacheren Schüben oben drunter kontrahiert. Und das ist ein Kontraktionsmuster. Und das ist dann in der Regel ein Zeichen dafür, dass der Markt sich auf einen bullischen Ausbruch vorbereitet. Also hier ist wirklich einiges sehr, sehr interessantes zu sehen mit Blick. In den britischen Pfund, in das Währungspaar britisches Pfund ähm, Dollar. So, damit gehen wir in die Wunschmärkte rein. So, da ist auch wieder einiges auf der Uhr. Also, wir starten mal durch. Das erste, was gefragt war, war hier an dieser Stelle das Währungspaar Euro-US-Dollar. <laughs> Wenn ich das sehe, schlafe ich gerade ein. Da geht gerade gar nichts. Das ist einfach nur, das ist einfach echt nur abwarten und Tee trinken, ähm, was da ist. Aber das Geniale an der Verortung momentan im Euro-US-Dollar ist die Situation, dass wir in einer tiefen Korrektur stehen. So, na? also hier kann echt jetzt wirklich alles passieren: ähm, eine ordentliche Abladung nach oben. Als auch eine ordentliche Abladung nach unten. Das ist ein extremer Spannungsbereich, den wir hier haben. Wir sehen es hier. Der Markt übergeordnet hier natürlich die Longseite erste Mal rausgenommen, als wir hier drunter gelaufen sind. Das sehen wir auch schön, wenn wir hier in den Tageschart reinnehmen. Dieser letzte Aufwärtstrend ist raus. Das ist, wie schon gesagt, das kurzfristige Bild. Ja? Bitte nicht äh, verwechseln. Wenn wir uns die Woche anschauen, ähm, sind wir in der Korrektur des entsprechenden Aufwärtstrends das ist hier ersichtlich das hier ist der Aufwärtstrend der korrigiert der hat durchaus auch noch Potenzial also ich sehe hier entsprechend noch keine 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 sage ich mal riesengroße Umkehr dass wir sehen dieser Aufwärtstrend hier auf der Wochenbasis der ist jetzt passé. Was ich allerdings sehe, ist, dass der Markt sehr, sehr zögerlich an dieser Stelle ist. Und woran können wir das erkennen? Das können wir sehr, sehr schön daran sehen, dass wir hier über dieses Level ganz grob die 1,21, naja, 50, 60 in diesem Drehbereich rum. Dass wir da nicht drüber kommen. Da wird immer wieder abverkauft. Mal ein Versuch nach unten, der wurde sofort wieder aufverkauft. Das heißt, wir korrigieren hier seit 1, 2, 3, 4. Wir sind jetzt im fünften Handelstag, wo wir mehr oder weniger in diesem starken Rücklauf seitwärts konsolidieren. Also da ist jetzt oben wirklich der Deckel drauf. Und hier kommt es jetzt tatsächlich drauf an. Fliegt dieser Deckel mal nach oben deutlich weg, dann wird es interessant, was passiert hier oben bei 1,21, knapp 90. Wird das hoch rausgenommen, ist dieser Abwärtstrend wieder weg und dann haben wir die Umkehr, die wir brauchen, auf Wochenbasis, damit der Markt uns sagt, jetzt geht es erstmal wieder hoch auf die Marke von 1,2350. Passiert das nicht, müssen wir die Unterseite annehmen. Deswegen schauen wir mal ganz kurz noch in den 4- bzw. mal in den Stundenchart hier rein. Da sieht man das Ganze auch schön. Wir haben hier ganz klar den Seitwärtslauf oben ist der Deckel noch drauf das heißt das ist erste mal das zögerliche Verhalten hier an dieser Stelle aber und jetzt ist halt das Thema warum ich sage der Markt ist momentan sehr sehr schwierig oder ein bisschen langweilig weil er halt noch ewig in der Entscheidungsfindung ist wir haben hier die Konstellation dass sich rein aus der charttechnischen Sicht heraus etwas ausbildet das sieht so ein bisschen wie eine inverse Schulterkopf Schulterformation aus ne? hier die Schulter, hier der Kopf, hier die Schulter. Auch von der zeitlichen Ausdehnung her passt das alles noch ins Bild, dass man hier noch so ein bisschen Getangel bekommt. Wichtig ist hier, da oben haben wir die Nackenlinie. Und die Nackenlinie ist halt irgendwo auch das Thema dieses Widerstands, den ich gerade bemessen habe hier. Im Stundenchart oder auch im Tageschart sieht man den sehr, sehr schön. Das wird interessant. Und wenn der sich tatsächlich entlädt zur Oberseite hin, ju, Leute, dann sage ich euch eins dann ist ordentlich Druck im Kessel und wir können mal locker davon ausgehen, dass wir aus rein charttechnischer Sicht hier Richtung 1,22,20 aufbrechen werden. Das ist dann interessant, das sollte man unbedingt auf der Uhr haben, wenn es hier zum Ausbruch zur Oberseite hinkommt. Wir sehen es auch hier, das Verhalten in der Schulter schön bullisch zu sehen. Wir haben hier auch im kleinsten einen Aufwärtstrend drin. Ich zeige das mal ganz kurz, ne? hier die steigenden Hochs. Die steigenden Tiefs, immer mal auch ein bisschen was Korrekturtechnisches drin. Also ähm, das ist echt wirklich interessant und das ist das, was wir hier sehen. Da ist der Drehpunkt und das ist genau das, was wir entsprechend brauchen. Hochinteressant. Ich bin gespannt, was heute Nachmittag passiert, wenn die Amerikaner wieder in den Handel reinkommen, wie die sich verhalten, was die mit dem US-Dollar machen, also wie sich die Währung dann entsprechend bewegt. Das bleibt spannend. Gute Frage, gut gesehen. Ich mag solche Situationen, auch wenn man da momentan einfach in meinen Augen cool bleiben muss. Aber. An dieser Stelle halt auch gut traden kann, wenn man die Kleinstzeiteinheiten wählt. Ne? Das heißt, hier an dieser Stelle natürlich auch immer mal wieder schauen. Oben ist immer immer abgeprallt, unten kam immer wieder was rein. Da kann man gut und gerne die kleinsten Einheiten schauen. Das heißt, wenn man hier im kleinsten Bereich sich mal die 5 Minuten als Richtungsgeber nimmt und dann das Ganze im kleinsten Minutenchart trade, das wird wahrscheinlich für die wenigsten ähm, Trader ähm, funktional sein. Aber man hat es halt hier, man sieht halt schön den Aufwärtstrend entsprechend da. Und wenn wir hier die Umkehr wieder bekommen, das heißt, hier sind wir jetzt in der Korrektur dieses Aufwärtstrends. Hier, ich zeige es euch mal ein, Moment, das sieht man hier ein bisschen schlecht. Das zeige ich mal kurz grafisch gezeichnet. Und dann die Umkehr wieder bekommt, dann kann man durchaus auch im Kurzfristbereich einfach mal so ein kleines Stück weit was mitnehmen hier an dieser Stelle. Schaut mal hier. Das ist jetzt der Aufwärtstrend, den wir hier sehen. Sehr, sehr schön in den fünf Minuten nach oben gelaufen. Hier die korrektive Phase. Und sobald wir hier wieder rumdrehen, nach oben laufen, das wäre die Umkehr. Wir haben auch hier unten schön das Support-Level, das letzte, das Kleinere liegen hier in diesem Bereich unten rum. Das können wir als Anlaufpunkt nehmen, so als Planung, wo kann es denn zur Korrekturumkehr kommen. Das heißt hier unten dieses Level, beziehungsweise dann hier spätestens dort, wenn das unten rausbricht, sehen wir uns erstmal wieder mit der Unterseite konfrontiert. Aber wenn wir hier tatsächlich plötzlich wieder Stärke reinbekommen, da macht es echt Sinn hinzuschauen. Das heißt, dann mal bitte im kleinsten diesen Arm hier, den wir hier nach unten laufen haben, genau in den Fokus nehmen. Und da sehen wir dann, wenn wir in den Minutenchart reinschauen sollten, sobald wir hier die Umkehr bekommen, dass dieser kleine Abwärtstrend hier rausgenommen wurde. Der hat ja hier wieder mal einen Schub nach unten gemacht. Und wenn der gebrochen wird hier, das wäre momentan die Situation, dass wir hier über dieses Level hier oben drüber laufen, äh, von diesem tieferen Tief unten weg. Das wäre dann die Umkehr. Dann hätten wir hier aus aktueller Sicht in der Minute einen Aufwärtstrend, wenn das passieren sollte. Und da kann man für die ganz, ganz kurzfristigen Trader ähm, auch Ziele planen an dieser Stelle, die auf der Oberseite liegen und die Level, die die wir dort oben drauf haben, während dann mal hier irgendwo in diesem Bereich oben um das kleine Zwischenhoch hier bei 1,21,42 beziehungsweise dann hier oben rein der Drehbereich, den wir hier haben, beziehungsweise dann oben drauf dieses Hoch um die Marke von knapp ein bisschen über 1,21,50. Also da ist schon einiges an Musik drin, wenn wir hier tatsächlich eine Umkehr bekommen, also, hier ist gut und gerne im kurzfristigsten Bereich etwas drinnen, was man sich entsprechend mit auf die Agenda für die Intraday-Trade-Planung mit reinnehmen kann. Das ist der Blick in den Euro-US-Dollar. Dann machen wir weiter äh, mit Silber und dem DAX. Da kommt da auch gleich mal noch wieder Spiel rein. Da haben wir Silber hier an dieser Stelle. Ja, Leute, Silber. Silber. Silber, Silber. Wir sehen es. Silber ist vom Tief unten runter nach diesem Rutsch wieder nach oben gelaufen, klemmt aber momentan so ein bisschen hier oben an dieser Marke von äh, 2780. Das sehen wir immer wieder hier rauf, runter. Hier sind wir jetzt drüber gelaufen, jetzt wieder runter. Es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wie man das Ganze vom Trading her betrachten möchte. Ich nehme mal ganz kurz hier die ganzen Linien raus, die wir hier nicht brauchen, denn äh, wir haben ganz klar im kleinen untergeordneten Bereich einen Aufwärtstrend jetzt da. Schaut mal hier, das ist dieser hier. Der hat hier unten angefangen. Erstes Zwischenhoch, Korrektur, höheres Hoch. Da ist jetzt ein kleiner Aufwärtstrend da. Das ist auch sehr, sehr schön das, was man in dem 4-Stunden-Chart zum Beispiel sieht. Hier. Also, aufwärts, abwärts, aufwärts hier an dieser Stelle. Hier oben das Hoch gewesen, das ist interessant. Und jetzt ist halt die Frage: kriegen wir von diesem Top-Bereich hier oben, wo wir so ein bisschen wieder abprallen, den Schub nach unten oder schafft es der Markt drüber? Thema drüber, was brauchen wir bei drüber? Ganz klar, wir müssen hier übers Zwischenhoch laufen. Wenn wir das schaffen, wäre mal der nächste Bereich hier oben irgendwo dieses Drehlevel hier grob um die Marke 2820 prallen wir allerdings nach unten ab. Das wäre dann sozusagen der Schub hier unten drunter. Wir sehen hier unten so einen ganz ganz leichten Boden so über den Daumen 2752 rum. Fallen wir da drunter, dann müssen wir uns auf der kleineren Seite ein bisschen orientieren. Aber da gibt es auch ein paar schöne Level, da muss man dann in den kleineren Bereich reingehen. Das heißt, hier vom 4-Stunden-Chart gehen wir mal kurz in den 15-Minuten-Chart und da sieht man das, was ich gerade gezeigt habe hier. Diese Marke, dieser Schwungbereich ist so ein bisschen ein Haltelevel. Sollten wir hier jetzt unten drunter fallen, haben wir in den 15 Minuten erstmal wieder einen Abwärtstrend da. Und dieser Abwärtstrend, der kann sich dann gut und gerne zur Unterseite hin orientieren. Nächster größerer Bereich, den wir haben, wäre mal hier unten die, äh, die 27,35 in etwa rum. Ähm, Im ganz kurzfristigen Bereich natürlich auch diese kleineren Zwischentiefs, die wir hier unten drinnen liegen haben. Ne? Also da sind ja ein paar, die sehr, sehr nah da sind. Das ist Chance für eine Umkehr, aber auch Risiko für den Druck nach unten. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, äh, auf welcher Seite man sich positioniert. Für die Short-Trader wäre es natürlich gut, wenn an diesen Leveln hier unten Verkauforders liegen. Also Absicherungsorders von Händlern, die auf die Long-Seite gegangen sind. Das wäre dann wirklich Thema Ausdehnung zur Unterseite. Und dann könnte man hier mal locker die 2735 mit reinnehmen. Wir haben natürlich auch noch viele Punkte nach unten hin. Das kommt alles auch ein bisschen drauf an, wie sich beispielsweise der US-Dollar entsprechend hier. Verhält, das heißt, an dieser Stelle sollte der stärker werden, ist damit zu rechnen, dass die Preise für Gold und Silber erstmal wieder ein bisschen nach unten gehen. Das muss man sehen. Hier sind Drehbereiche da. Wie schon gesagt, es kommt so ein bisschen drauf an, was jetzt hier passiert, was hier unten am Unterstützungsband ausfällt. Auf alle Fälle Kurse unter 27,52 sind erstmal Korrekturausdehnung zur Unterseite und dann hat man die kurzfristigen Level unten dran. Geht es allerdings hier direkt wieder nach oben, hier über dieses kleine Zwischenhoch bei 27, was das haben wir hier oben 7,0. Also, ja, genau. Also, das Hoch haben wir bei 27,70 liegen. Ähm, Geht es da drüber? Ist dieser Abwärtsschub erstmal raus? Und dann sieht es eher nach der Long-Geschichte aus, dass sich der Aufwärtstrend ein Stück weit auch wieder nach oben fortsetzt. Das ist der Blick in Silber. Dann machen wir weiter mit dem DAX. Wo ist er? Dort. Yes, Sir. <laughs> Schwarze Kerze momentan. Ist das, was ich gesagt hatte? Wartet mal, ich räume auch hier mal kurz auf. Das Verharren auf einem hohen Niveau. Der Dax tut sich mit Allzeithochs immer ein bisschen schwer. Ähm, ist nichts Ungewöhnliches für den deutschen Markt. Äh, hier kommt es jetzt aus kurzfristiger Sicht einfach darauf an, was macht er hier oben am Tageshoch? Ne? Gibt es einen Abverkauf? Dann kommt es darauf an, was passiert am Vortagestief. Also das ist alles relativ eng gestrickt hier an dieser Stelle. Das heißt, wir müssen mal ganz kurz schauen hier oben grob das Hoch und unten. Grob das Tief. Das ist mal das hohe Niveau, was wir hier haben. Wir gehen jetzt mal kurz in den Stundenchart rein. Also, das hier ist der Schwungbereich und jetzt kommt es tatsächlich darauf an, was hier im Stundenchart passiert. Fallen wir unten durch und das Vortagestief müssen wir uns erstmal ganz klar mit der Unterseite beschäftigen. Heißt also an dieser Stelle hier mal das Ausbruchslevel um die 14.050, 14.055, beziehungsweise dann die kleineren Zwinglos, die wir hier drunter liegen haben, also hier die 14.025 Punkte Marke. Dann haben wir die runde Marke, die bei einer Korrekturausweitung zur Unterseite durchaus interessant ist, Käufer in den Markt zu ziehen. Und wenn das alles nicht hilft, ja, dann ist es wie es ist. Dann müssen wir uns mit den tieferen Punkten berechnen. 13.914 bzw. 13.900. Es bleibt spannend, wenn mich jemand fragt, ich glaube, Richtungsweisend wird es heute erst dann, wenn die US-Händler den Markt kommen, weil die bewegen den Markt, die geben die Richtung vor äh, und hier ist alles entsprechend zögerlich. Mit dem deutschen Markt müssen wir noch eines mit ein bisschen im Hinterkopf behalten. Es geht so ein bisschen drum auch über das ähm, Wirtschaftsförderprogramm äh, zu Corona. Es gibt ja in der EU jetzt einen Fonds, einen Aufbaufonds, ähm, wo jeder was bekommt, wo allerdings auch jeder was einzahlen muss, wo allerdings auch jeder zustimmen muss. Und wir wissen ja, wie es in Europa ist. Wir haben viele, die was zu sagen haben. Wir haben viele, die wichtig sind, mehr oder weniger. Und die können ordentlich alles in Zögern bringen. Also, wir werden sehen, was passiert. Wir haben die Marke auf der Unterseite im DAX. Sollte es der DAX endlich schaffen, das Hoch hier oben rauszunehmen bei 14.189 Punkten, dann ist der Weg nach oben hin. Ich habe das schon mal avisiert hier in der letzten Besprechung, Richtung 14.450, 55 auf alle Fälle da das war der DAX dann schauen wir noch auf das Cable britisches Pfund hier ist es da ähm, wir haben es gesehen der Tag von gestern richtig hervorragend oben reingelaufen Richtung ähm, 13970 das sehen wir auch ganz ganz klar da oben, das ist ein Drehbereich hier drüben. Da wird es erstmal sehr, sehr interessant, was passiert. Die Luft ist auf alle Fälle da. Wir sehen auch, dass diese ganzen äh, charttechnischen Kursmuster, die eher so ein bisschen die Chartunterseite beleuchtet haben, zwar kurz angetriggert wurden, die aber an diesem gesamten dynamischen Bild nach oben hin in keinster Weise irgendetwas äh, sozusagen aus dem Markt nach unten hin genommen haben. Der Aufwärtstrend ist intakt. Ich will es nur noch mal ganz kurz zeigen hier. Der Keil, den wir hier auch besprochen hatten, der wurde auch getriggert für die kurzfristigen Trader. War das relevant? Im gesamten großen Chartbild hat das allerdings überhaupt nichts verändert. Das war nur eine Korrektur bis unten rein. Jetzt kam es zur Bewegung. Und wenn wir einfach hier mal kurz ausmessen wollen, ähm, das Potenzial. Aus der letzten Korrektur heraus wurde ordentlich ausgereizt. Das heißt, hier an dieser Stelle hatten wir ja unten dieses Zwischentief so grob in diesem Bereich. Und wenn wir das mal oben drauf packen, dann sehen wir, wo wir rangelaufen sind. Also charttechnisch spielt der Markt das schon. Heißt also, hier könnte es du durchaus zu einer Korrektur kommen. Und wenn wir diese Korrektur mal so ein bisschen beleuchten wollen, dann setzen wir uns einfach mal hier den Schub vom letzten Tief nach oben hin rein, beziehungsweise den von unten her. Aus dieser Marke hier mal auch noch mit auf die Uhr genommen. Das wäre dieses Level hier. Und das mal kurz im Stundenchart betrachtet. Und da sehen wir es. Der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt. Korrektiv wird erst dann, wenn wir hier. Unter dieses level drunter laufen das ist so ein bisschen der auffangbereich hier in diesem in diesem chart den wir gut und gerne als richtungsgeber nutzen können sollten wir hier allerdings unter dieses level drunter fallen also unter diesem Schwungbereich hier um knapp die marke 138 1, 38, 1 äh, naja was haben wir hier 138 97 dann wird es halt interessant. Dann haben wir eine Korrektur am Laufen. Und wenn wir die mal so ein bisschen planen wollen, hier nächster Anlaufpunkt, der größere Ausbruch um die 1,3862 rum. Und wenn das nicht hält, dann haben wir hier ein kleines Zwischenlot runter um die 1,3845. Und dann unten reingenommen, das letzte Zwischentief im größeren korrektiven Bereich. Das ist die Marke von 1,37 knapp 75 auf der Chat Unterseite viel weiter will ich das jetzt erstmal noch gar nicht ausdehnen, weil fürs kurzfristige wäre das dann viel 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 zu weit. Man muss einfach mal schauen, was an dieser Stelle hier zur Unterseite hin drin ist, wie die Musik entsprechend spielt und der entscheidende Faktor ist tatsächlich hier die 1,3897. Äh, das muss erstmal gebrochen werden, dass wir überhaupt Korrekturgedanken spielen können, dass das Kabel das Juhu, und dann haben wir noch eine Frage zum S&P 500. Da kann ich absolut genau das Gleiche sagen, wie ich vorhin zum äh, zum Nasdaq gesagt habe. Ähm, Ausbruch aus einer schön hohen Konsolidierung. Die Konsolidierung fand an einer interessanten Stelle statt, auch über den Hochs kaum bewegen zwischendrin. Der Ausbruch kam Freitag. Auch hier muss man einfach konstatieren. Jetzt kam der Ausbruch am Freitag mit den US-Boys. Der Montag, der Follow-Through-Day, das sind wirklich die wichtigen Tage. Das ist wichtig gewesen. Der kam allerdings ohne die US-Händler. Deswegen ist das in den USA heute wichtig, wenn wir heute in den USA auch einen positiven Handelstag sehen. Rein charttechnisch, wenn wir uns da mal die letzte Korrekturtiefe, den letzten Rutsch zur Unterseite rausnehmen und den mal oben drauf klemmen, ist hier auch das Thema Charttechnik mal locker. Über 4000 Punkte, 4050 Punkte sind da auf der Oberseite drin. Es hängt jetzt alles ein bisschen daran, wie der Handel heute Nachmittag aufmacht. Eine wichtige Marke, wenn ich die mal hier beleuchten darf, wäre mal das Tief hier unten dieser untere Bereich, dieser Range, wenn die 3900 deutlich abverkauft werden, dann müssen wir erstmal Korrektur äh, abwarten. Aber soweit ist es noch längst nicht im Stundenchart, wenn wir es uns mal kurz anschauen wollen. Äh, da sehen wir auch den Trend, den Aufwärtstrend weiterhin. Absolut intakt hier, schön von unten nach oben auch rausgelaufen, schön das Potenzial zur Oberseite. Hier ist jetzt wirklich alles flach, das hängt so ein bisschen am Volumen. Und wer das Ganze kurzfristig betrachten möchte, der schaut einfach mal hier. Haben wir um die 3950 das wichtige Kauflevel, brechen wir dort drunter weg? Ist es erstmal Konsolidierung und da geht es dann halt wirklich drum fangen wir unten auf oder nicht? Und das nächste Auffanglevel hier haben wir erstmal im Ausbruch oben hier, dieser Drehbereich um die äh, 3924 bis 3930 in diesem Drehbereich rum. Fällt auch das weg, dann kommt die Unterseite dieser Seitwärtsrange zum Tragen um die 3895. Das ist das, was wir hier momentan sagen können. Und auch hier, wenn man mich fragt, ich gehe mal davon aus, die richtige Richtung werden wir bekommen, wenn die Händler in den USA heute mit reinkommen. Das hierzu. Und dann sind alle Fragen auch beantwortet. Das Dank, was hier zurückgekommen ist, freut mich auch. Das mache ich sehr, sehr gerne. Freue mich auch, wenn es ein kleines Lob dafür gibt. An dieser Stelle sage ich wie immer, wie auch jeden Morgen an diesen Punkten, es ist wichtig, einen Plan zu haben und diesen Plan entsprechend dann zu traden. Von der Seite her bitte den Plan machen, den Plan traden, immer auch ein bisschen aufs Risiko schauen. Und dann wird das Ganze. Danke fürs Zuschauen. Empfehlen Sie uns weiter bei Freunden und Bekannten. Und bis morgen pünktlich um 8.30 Uhr. Bis dahin. Ciao, ciao.